gestatten, Eisenbart. Dr. Andreas Eisenbart. Geboren in Oberviechtach, wurde ich schon in jungen Jahren zu einem reichen Verwandten nach Bamberg gegeben. Und dieser war Okulist, Augenarzt. Und dort hat es mich zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert, was sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben gezogen hat. Das Thema Medizin. Aber erst am Ende meiner Schaffenstage hat es mich nach Münden verschlagen. Im malerischen Hanmünden wird nun eine Leiche in der Nähe des Wesersteins aus dem Wasser gefischt. Ein Augenzeuge sah eine Person in altertümlicher Kleidung vom Fundort flüchten. Dieser mysteriöse Fall wird den Ermittlern alles abverlangen und führt sie auf eine Spur bis ins 18. Jahrhundert. Bleiben Sie gespannt und unterstützen Sie dieses einzigartige Projekt in unserer historischen Dreiflüsse-Stadt. Ihr Dr. Eisenbart.